Zu Beginn möchte ich aber mit einer weit verbreiteten falschen Einstellung aufräumen. Und zwar, dass Sexualität etwas ist, worüber man nicht redet und nicht bei wissenden Personen nachfragt. Bismillahirrahmanirrahim, mit dem Namen Allahs beginnen wir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen. Ein Video mit diesem Titel hat erfahrungsgemäß immer sehr viele Klicks. Das liegt zum einen daran, dass dieses Thema unter den Muslimen ein Thema ist, welches sehr vorsichtig, hinter vorgehaltener Hand und mit viel Scham behandelt wird. Das ist auch gut so, aber leider führt das oft dazu, dass die meisten sich gar nicht über dieses Thema bilden, wobei es doch so wichtig ist. Wahrscheinlich erklärt die Kombination aus der Wichtigkeit dieses Themas und der wenigen Antworten auf Fragen dieses hohe Interesse an diesem Thema. Bei diesem Thema ist es sehr wichtig, dass wir mit einer gewissen Feinfühligkeit arbeiten. Zu Beginn möchte ich aber mit einer weit verbreiteten falschen Einstellung aufräumen. Und zwar, dass Sexualität etwas ist, worüber man nicht redet und nicht bei wissenden Personen nachfragt. Diese Vorstellung ist leider falsch. Denn wenn wir uns einmal unsere Vorbilder in allen Lebensbereichen, nämlich die Sahaba und die Sahabiyat, radiyallahu anhum, ansehen, dann werden wir auf einiges stoßen, was wir möglicherweise gar nicht wussten. Denn wenn wir einen genauen Blick in die Sunnah unseres Propheten, sallallahu alaihi wasallam, werfen, werden wir einige Situationen finden, in denen die Sahaba, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, eben genau über die Sexualität befragten. Und nicht nur das, sondern sie stellten Fragen zu detaillierten Themen, wie Praktiken, Positionen und Verboten. So gibt es zum Beispiel den bekannten Hadith des edlen Sahabi Jabir radiallahu anhuma, welcher sagte, wir pflegten Al-Azl zu betreiben zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, während der Koran herabgesandt wurde. Al-Azl ist übrigens eine bestimmte Art der Verhütung, dazu aber später mehr, inshallah. Oder der Hadith von Umm Salama, der Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So sagte sie, Umm Sulaym, die Frau von Abu Talha, kam zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, wahrlich, Allah schämt sich nicht vor der Wahrheit. Muss die Frau den Rüssel vollziehen, wenn sie einen Traum sieht? Darauf sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ja, wenn sie Flüssigkeit vorfindet. Also, wenn sie einen feuchten Traum hatte. Es wird über Jabir radiallahu anhu mal überliefert, dass er sagte, die Juden pflegten zu sagen, wenn er mit ihr, also der Ehemann mit seiner Ehefrau, von hinten verkehrt, so kommt das Kind schielend auf die Welt. Darauf kam der Vers herab, eure Frauen sind euch ein Saatfeld, so kommt zu eurem Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Zu diesem Vers gibt es viele erklärende Überlieferungen. Zum Beispiel von Ibn Abbas radiallahu anhuma. Er erklärte, dass hiermit gemeint ist, dass ein Mann mit seiner Frau von egal welcher Position verkehren darf, solange es sich um vaginalen Verkehr handelt und solange dieser nicht im Zustand der Menstruation stattfindet. Dann gibt es die vielen Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, welche klar und deutlich den Analverkehr als etwas Abscheuliches darstellen und ihn verbieten. Und viele weitere Überlieferungen, welche aus Zeitgründen nicht alle erwähnt wurden. Aber alleine anhand dieser Überlieferungen merken wir, dass die Sahaba radiallahu anhum verstanden hatten, wie wichtig das Thema Sexualität im Leben eines Menschen ist. Doch wieso ist dieses Thema so wichtig? Wieso müssen wir uns auch über dieses Thema Wissen aneignen? Hier sind einige Punkte. Erstens, die Sexualtriebe eines jeden Menschen lassen sich auf eine gottgefällige, erlaubte Art, aber genauso auf eine Art ausleben, welche haram ist und eine Person in die Zerstörung und in alles Übel führt. Und hier haben wir bereits das erste Argument, warum dieses Thema für uns Muslime von großer Wichtigkeit ist. Denn eine der größten Ungehorsamkeiten gegenüber unserem Schöpfer, Allah Ta'ala, und eine der schlimmsten Taten, die ein Mensch begehen kann, ist nämlich Az-Zina. Möge Allah Ta'ala uns alle davor bewahren. Deswegen müssen wir uns informieren, um ja nicht in diese Katastrophe zu fallen. Wir werden inshallah noch genauer auf das Thema Az-Zina eingehen. Zweitens, Sexualität ist ein wichtiges Thema, weil man, wenn man sich an die Gesetze Allahs hält, dafür belohnt wird. Du wunderst dich? Das taten die Sahaba auch. So erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im bekannten Hadith von Abu Dharr radiyallahu an, nachdem er einige Arten der Sadaqa erwähnte, dann sagte er, und dem Geschlechtsverkehr von einem von euch liegt eine Spende.
Darauf sagten die Sahaba, O Gesandter Allahs, erhält denn einer von uns einen Lohn, wenn er seinen Gelüsten nachgeht? Da sagte er, meint ihr nicht, dass wenn er es in verbotener Weise getan hätte, er dann dafür Sünde bekommen hätte? Wenn er es nun in erlaubter Weise praktiziert, so erhält er dafür Belohnung. Was für eine gewaltige Gnade Allahs, dass man durch das erlaubte und gottgefällige Ausleben der Sexualität mit der richtigen Absicht auch noch belohnt wird, um Rangstufen aufsteigt und das Wohlgefallen seines Herrn erlangt. So fassen die Ehepartner zum Beispiel die Absicht, gut zueinander zu sein, sich gegenseitig vor Haram zu bewahren oder rechtschaffene Kinder zu bekommen oder ähnliches. Drittens, das Überleben der menschlichen Spezies ist eines der 5 großen Hauptziele des Islams. Und Menschen können nur überleben, indem sie sich fortpflanzen und eine Nachkommenschaft generieren. Deswegen verbietet der Islam auch alles, was diesem edlen Ziel entgegenkommt. Wie zum Beispiel, dass man sich als Mann sterilisieren lässt, als Frau sich die Gebärmutter rausnehmen lässt, ohne dringenden medizinischen Grund oder ähnliches. So sagte der edle Gefährte Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anh, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat Uthman ibn Maz'un radiyallahu anh eine asketische Lebensweise untersagt. Hätte er es ihm erlaubt, so hätten wir uns sterilisieren lassen. Gemeint ist hier, dass sie ein asketisches Leben führen wollten, von morgens bis abends in Ibadah zu Allah Ta'ala, ohne jemals zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie wären sogar so weit gegangen, sich sterilisieren zu lassen, um diese Tür komplett zu schließen und ein Leben in Askese zu führen. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies klar und deutlich verboten, eben weil es total konträr dem Islam gegenübersteht. Allah Ta'ala sagt, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Und als sein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei auf der Erde, einen Statthalter einzusetzen. Hierzu sagten unter anderem die beiden großen Tafsir-Gelehrten, Al-Imam al-Tabari und Al-Imam ibn Kathir, rahimahum Allah, dass hiermit die Generationen der Menschen gemeint sind, welche eine der anderen folgt. Viertens, die inneren Gelüste des Menschen sind vielzählig. Aber eines der stärksten und gefährlichsten ist der Sexualtrieb. Dieses Gelüst reißt viele Menschen in unüberlegte und teuflische Handlungen mit fatalen Folgen. Bekommen wir denn nicht in den Medien mit, wie oft hier und dort Menschen vergewaltigt und missbraucht werden? Nicht umsonst sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Fitna der Frauen die größte Fitna der Männer ist. So überlieferte der edle Sahabi Usama ibn Zayd ibn Haritha radiallahu anhum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe nach mir keine gefährlichere Fitna für die Männer hinterlassen als die Fitna der Frauen. Ich denke, nach diesem kurzen Vorwort erkennen wir den wichtigen Stellenwert dieses Themas. Und deswegen wollen wir inshallah in einem eigenen Video uns einigen Thematiken widmen und besprechen, was denn nun alles erlaubt ist. Welche Bittgebete sind wünschenswert? Was müssen Mann und Frau unbedingt beachten? Was ist strengstens verboten? Was meint man eigentlich genau mit Ersinner? Und wie kann man sich davor schützen? All dies und einiges mehr im nächsten Video inshallah ta'ala. Möge Allah ta'ala uns auf dem Weg seiner Gehorsamkeit festigen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.